So, Sonntag kurz vor 10:30, auf nach Berlin. Erstmal einen Kaffee geholt, logischerweise, ganz wichtig. Und jetzt geht's los, ne? Für außen drehen, ne? Ist das Wetter eher bescheiden, würde ich mal sagen. Mal kicken, ne? Oh je. Yeah. So, angekommen. Wetter ist allerdings, naja, bis jetzt hat es gerade geregnet. Jetzt kommt wieder Sonne raus, mal kicken, was an der Location so geht. Also eigentlich noch eine ganze Menge auf dem Programm. Mal gucken, ob ich das wettertechnisch hinbekomme. Wird ja auch heute zeitig dunkel. Ne? 16 Uhr ist eigentlich Schicht im Schacht. Gehe ich mal schnell aufs Gerüst hoch und dann in spätestens einer Stunde muss ich dann eigentlich schon meine Außenaufnahmetour machen. Naja, jetzt aber erstmal hoch aufs Gerüst. So, Glück gehabt, sag ich mal. Gerade so eine Stunde erwischt, wo Sonne rauskam, blauer Himmel und meine zwei Shots zumindest hier auf der Brücke bekommen. Und jetzt muss ich eigentlich zum nächsten Spot, wo ich nochmal mit der Drohne hoch muss, der ein bisschen außerhalb liegt, weil da auch drohnenfreie Zone mehr oder weniger ist. Mal gucken, ob das Wetter bis dahin wieder sich bessert. Das wäre noch ein Essential Spot. Und heute Abend dann noch einmal am großen Stern Langzeitbelichtung. Weiter geht's. Vorgestern, Zeitraffer, Langzeitbelichtung. So, im Hotel angekommen und ich erspare euch jetzt mal den, ich komme zur Tür rein und meine Sachen und so, ne? Dieses ganze Gestellte, wo man ja die Kamera schon ins Hotelzimmer reinstellt und dann wieder rausgeht und wieder reinkommt. Ja, habe das Material jetzt schon alles eingelesen, habe schon mal ein bisschen was angelegt. Erkläre euch auch gleich mal, was ich hier alles dabei habe. Aber zuvor mal ein kurzes Wort. Warum das jetzt hier alles gerade in Deutsch ist und wieso und weshalb und warum. So, also der Grund warum, ich wollte eigentlich gestern noch so ein Video über diese Kopfhörer hier fertig machen und habe das in Englisch gemacht und irgendwie, war das irgendwie ganz schönes Geschwafel. Zwar erreiche ich mit Englisch ein paar mehr Leute, aber irgendwie ist es authentischer, wenn ich das in Deutsch mache, weil das ist ja meine Muttersprache und so, ne? Deshalb probiere ich das jetzt einfach mal. Die nächsten Videos werden einfach mal in Deutsch gemacht, denke ich mal. Vielleicht Tutorials, dann in Englisch, weil dann hat man da ein bisschen mehr Spielraum, aber den Rest werde ich mal in Deutsch probieren. Sollte eigentlich funktionieren. Und dann fange ich heute gleich mal mit an. Bin jetzt unterwegs, habe ja heute den ganzen Tag gedreht, musste mit dem Wetter ein bisschen kämpfen, hat hin und wieder mal ganz schön geregnet. Habe aber dann meine Aufnahmen, die ich haben wollte, eigentlich soweit gekriegt. Jetzt bin ich hier im Hotel und ich zeige euch mal, was ich so alles dabei habe, um unterwegs Material zu sichten und zu sortieren und auch durchaus Video und Foto zu bearbeiten. So, ich hier. Wir machen das jetzt mal wieder so ein bisschen quick and dirty. Also, aktuell nutze ich noch das 2016er MacBook Pro. Das hat jetzt leistungstechnisch noch ein bisschen was zu bieten, aber man merkt schon, es kommt in die Jahre. Akkuleistung ist nicht so gut. Lüfter ist sehr schnell, sehr laut. Aber für die meisten Sachen, Videobearbeitung und Fotobearbeitung, Final Cut 10 und Capture One und Logic Pro, funktioniert noch okay, aber ja, mal gucken. Ich bin echt immer noch nicht ganz schlüssig, ob ich nun einen 14er oder einen 16er holen soll. Ist zwar schön, jetzt hier so viel Platz zu haben, aber das ist ein ganz schönes Ding. Schwer, und das 16er ist ja auch ein bisschen größer, ein bisschen schwerer, ein bisschen dicker.
Aber heute habe ich wieder ein Video gesehen, leistungstechnisch. Bei manchen Sachen merkt man beim 14er dann schon, dass die Leistung gedrosselt wird aufgrund der möglichen Hitzeentwicklung. Naja, wie auch immer, das wird also demnächst dann wohl ersetzt werden, dieses MacBook Pro. Aktuell funktioniert es aber noch ganz gut. Als zweites habe ich dann hier noch mein iPad Pro. Das ist die 2018er Version, glaube ich. Also noch zwei Generationen davor. Funktioniert aber echt gut als externer Display. Und in dem Fall habe ich es echt hier über USB-C verbunden. Es geht zwar auch wireless, also ich könnte jetzt zum Beispiel auch anfangen, Capture One und so weiter wireless zu bearbeiten, aber meistens, gerade im Videobereich, ist besser, das mit dem Kabel zu bedienen. Und ich habe da hier, das muss man jetzt mal hier angucken, so ein ganz einfaches Tischstativ oder wie auch immer man das nennt, damit das ein bisschen erhöht ist, weil ja hier das ganze Kabelgewurstel ist. Und das ist schön hier passt und ich kann den Winkel auch ein bisschen besser anpassen damit. Und das ist sozusagen mein externes Display. Da habe ich dann mein Videomaterial drauf. Das darf ich jetzt eigentlich noch gar nicht so zeigen. Was ich aktuell schneide, Final Cut, das funktioniert ganz gut. Und aktuell habe ich hier Big Sur auf dem Rechner und ich werde aber auch noch nicht updaten. Ja, dann habe ich hier noch meine schönen Kopfhörer, die neuen, die Beyerdynamic DT900. Pro X, da kommt dann demnächst auch ein Video und auch das Ding schleppe ich mit. Shuffle Pro 2 ist einfach echt super, um in Final Cut on the road, gerade ohne mit Trackpad und ohne Maus und alles Mögliche mit möglichst geringem Aufwand auch präzise zu editieren, funktioniert ganz gut. Meistens habe ich dann hier noch einen Hub von Intertek, das ist so ein Dongle, da habe ich alle möglichen Sachen drin mit HDMI, da kommt die Stromversorgung rein und dann habe ich hier noch eine externe Festplatte, das ist aber meistens eine Seagate 5TB, das ist aber nur die Backup-Festplatte, da kommt das Material immer drauf, das muss ich jetzt noch machen, das zu kopieren von heute. Was ich aber meistens nutze, das zeige ich mal hier hinten, habe ich hier mit so einem Klettverschluss dran. Samsung T5, eine SSD, da sind dann immer die aktuellen Projekte drauf. Da habe ich eigentlich mehrere von denen sogar am Rechner at home sozusagen in der Edit Suite. Und die klebe ich einfach mit so einem Klettverschlussmechanismus hinten ran. Dann sind die auch gerade im Flugzeug oder in der Bahn oder im Auto immer ganz safe. Ja, so viel zu dem Thema. Wenn ihr noch Fragen zu dem Setup habt oder eine Empfehlung, was ich noch mitnehmen sollte, dann gerne in die Kommentare unten reinlegen und lasst mich mal wissen, ob das eigentlich Sinn macht, so ein Format vielleicht weiter fortzuführen und mehr auch auf Deutsch zu machen. Ja, das war's eigentlich. Jetzt haben wir es 23 Uhr und eine Minute. Noch ein bisschen was zu tun. Backup muss ich noch laufen lassen. Morgen früh geht es um 7 auch schon wieder los. Also um 6 aufstehen. Und ja, das war's eigentlich. Ach, übrigens hier, ne, was ich hier als Licht. Das ist hier so ein Small Rig Licht. Eigentlich ganz cool, weil auch gleich Powerbank. Und das ist auch ziemlich hell. Das geht ziemlich hell und so. Eigentlich nicht schlecht. Habe ich mal ja, so. Auch gehört auch mit dazu. Wie auch immer. Ja, keine Ahnung, ob ich so ein Format weitermache. Lasst mich einfach mal wissen. So ein Vlog-Style in diesem Sinne. Danke fürs Angucken und danke fürs Zuschauen, ne, sagt man noch. Abonniert, Glocke anklicken. Was noch? Kommentare. Ja, ihr wisst schon Bescheid, ne? In diesem Sinne, ich mach mal weiter und ich wünsche eine gute Nacht oder so. Tschüss!